Ja, hallo, ich bin der Julian und auf dem Camp habe ich über das dritte und das vierte Gebot gesprochen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen und du sollst den Feiertag heiligen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema geht. Nimmst du diese Gebote ernst? Sind die dir wichtig? Ich persönlich erlebe das immer wieder, dass mir dann manchmal doch der Name Gottes irgendwie unachtsam aus dem Mund rutscht, wenn mal was runterfällt oder man sagt, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Und eigentlich weiß man ja, dass das nicht richtig ist und doch tut man es irgendwie. Genauso mit dem Feiertag. Ich weiß nicht, ob du dir einmal in der Woche einen Tag Zeit nimmst, an dem du bewusst Zeit mit Gott verbringst. Ich tue das immer wieder und doch immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich so die ganzen Aufgaben, die über die Woche liegen geblieben sind, dass ich die dann doch vielleicht an diesem Sonntag mache. Ich glaube, die Frage, um die es geht, ist nicht so sehr, nehmen wir die Gebote ernst, sondern es sollte vielmehr darum gehen, nehmen wir Gott ernst. Und dieses Thema oder die Wurzel, die so ein bisschen hinter diesem steht, ist für mich Ehrfurcht, und zwar Ehrfurcht vor Gott. Ich persönlich glaube, dass je mehr wir erkennen, wie wichtig es ist, ehrfürchtig vor Gott zu leben, je mehr Veränderung tritt in unserem Leben ein, und zwar in ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben uns auf dem Camp ein paar Themen angeschaut. Eine Sache ist zum Beispiel Ergebenheit. Habe ich wirklich ein Verständnis davon und weiß ich, dass Gott der einzig wahre Schöpfer ist, der alles für mich gegeben hat, damit ich heute leben kann? Und bin ich mir darüber bewusst, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo handle oder reagiere, dass ich das in Ehrfurcht vor Gott tun sollte? Ich persönlich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich oft faule Kompromisse eingehe, dass ich sündige, dass ich Dinge in Kauf nehme, obwohl ich eigentlich weiß, dass es Gott entehrt. Und das ist eigentlich schade, weil ich weiß, es ist nicht richtig und tue es trotzdem. Und ich glaube, je mehr ich verstehe, wie wichtig es ist, ehrfürchtig vor Gott zu leben, ein Leben zu führen, das vor Gott ehrfürchtig ist, das zeigt, dass ich verstanden habe, dass ich ohne Gott gar nichts bin. Sondern ich brauche Gott, damit ich leben kann. Ich muss von ihm abhängig sein, in allem, was ich tue. In all meinen Entscheidungen, in all meinen Gedanken. Ich bin abhängig von Gott, ich bin ihm ergeben, treu ergeben. Und ich glaube, je mehr man sich mit diesem Thema Ehrfurcht vor Gott auseinandersetzt, je mehr versteht man, wie wichtig das ist und wie sich es auf unser Leben auswirkt. Und in den Sprüchen 1,7 heißt es, dass der Anfang aller Weisheit und Erkenntnis die Ehrfurcht vor Gott ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, der Anfang aller Weisheit und Erkenntnis ist es, wenn wir Gott ernst nehmen. Und darum soll es mir gehen, Gott ernst zu nehmen und zu wissen, dass wir ein Leben führen sollten, das ehrfürchtig vor ihm ist und das ihn in allem wertschätzt, achtet und respektiert. Genau, darum ging es auf dem Camp. Und ich würde mich freuen, wenn du auf dem nächsten Camp auch wieder dabei bist. Wir werden dort viele gute Inputs haben und eine gemeinsame starke Zeit. Von dem her, sei eingeladen, sei dabei, wir freuen uns auf dich.